Made with Unity. Play Together Studio. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Mad Experiments Escape Room. Und bevor wir irgendwas tun, gehen wir erstmal zu den Settings und schauen mal, ob wir da irgendwas anderes einstellen können. Controls, Mouse Sensitivity, okay, WASD. Crouch Left Control von mir aus. Ich habe ganz gerne eigentlich mit Shift gecroucht früher. E, Drop ein Item F. Damit können wir leben. Audio, lass mal erstmal Visuals. Passt soweit. V-Sync. Machen wir an für euch. Gut, und dann sagen wir hier mal Bug. So. Und dann würde ich sagen einfach, hey Cheerio, let's go. Connecting, please wait. Womit wir uns jetzt auch gerade immer verbinden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay. Das ist mir ein bisschen zu lummelig. Da brauche ich definitiv zwei. Sagen wir hier Back. Viel besser. Okay. So, wir schauen uns mal hier ein bisschen um und sind offenbar in der Lobby. So, was auch immer das soll. Press F1 to submit Feedback. Okay, hier flackert es ein bisschen. Das kann natürlich am V-Sync liegen, zumindest bei mir, bei euch weiß ich es nicht. The 20-minute timer starts when you open this door. Make sure to wait for everyone before opening. Ja, aber ich mache ja ein Solo-Game, insofern quite... Quite a curiosity. Es ist wieder super interessant, dass mein Mauszeiger wieder Dinge aktiviert, die er gar nicht fokussiert. Seht ihr das? Das war in diesem anderen Spiel auch schon mal so. Na gut, egal. Wir gehen auf jeden Fall hier rein. So, gut. Also wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, um diesen Raum zu verlassen oder um Experimente zu erfüllen. Okay. Dann kommen wir erstmal hier rein und sagen hier... Ja. Ist echt immer das Gleiche. Also manche Spiele kriegen das einfach nicht auf die Kette. Ein ausreichendes... Wie nennt man das? Ein ausreichendes... Design zu machen. The Book of Bugs. Butterflies and Moth. Okay, warte mal. Vielleicht muss ich eigentlich wirklich die Maus nutzen. A Laboratory. Ah, okay. Dann droppen wir das doch mal. Was haben wir hier?
So. Also natürlich auch wieder super genial. Ihr kriegt gerade lauter kritische Sachen. Es ist auch gerade wieder super genial, dass das Zeug alles so überhaupt nicht passt. So, ich laufe mal hier weiter. Dann stelle ich hier a door with a silver keyhole. Und dann stellen wir hier fest, dass hier ein blaues Leuchten ist. Und da oben ist eine blaue Lampe. You have 60 minutes left before the end of the room. Okay. Some ignorance, name it obsession, I call it passion. Just like a fire, fuel it with something, and it will burn forever. It could burn so strong that it could become just like us, unstoppable. Okay. Ja, also ich versuche erstmal mich zu orientieren. Kann ich aber hier noch nichts machen. So, ich laufe gerade noch so ein bisschen planlos in der Gegend rum, ne? So, und da ist auf jeden Fall schon mal eine Kurbel drin. Das heißt, ich bräuchte irgendwoher etwas, das löscht. Wie Sand oder Wasser oder was auch immer. So, mit diesem Nicht-Alignment ist es jetzt... Oder Out of Alignment, oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ist das jetzt natürlich auch super. Also da habe ich eine Anzeige und da habe ich eine Anzeige. Da können wir eigentlich mal... Also gut, ich kann nicht ins Feuer laufen. Was haben wir denn hier? Okay, wahrscheinlich soll ich wirklich einfach, weil hier so das Licht ist, soll ich wahrscheinlich wirklich einfach mal hier bleiben. So. Okay, also ich muss jetzt gerade ehrlich zugeben, ich bin komplett planlos. Absolut komplett planlos. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Da gibt's Pflanzen. Kann ich wieder irgendwo daneben klicken, um irgendwas festzustellen? Nö. Gibt's hier irgendwas? Okay, ich brauche eine Kurbel für das Grammophon. Okay, und da gäbe es auch was, aber da darf ich momentan noch nichts machen, weil ich das Licht offenbar noch nicht aktiviert habe. Okay, also ich muss diesen kompletten Raum erleuchten offenbar, aber erst wenn ich... Aber erst wenn ich ihn erleuchtet habe... Ah. Da klebt was an dem Sofa. As the two lovers look at each other, we can hear his song through the gramophone. He celebrates the burning passion and will tell you what happens next. 1-1. 2-1s. 21. 3-1s. One, one, two, ones. 21 ist... Also, 1 ist eine 1. Überraschend. 2 Einsen sind 2 Einsen. Das ist auch überraschend. Irgendwas durchgestrichenes sind 3 Einsen. Auch überraschend.
As the two look over at each other, we can hear his song through the gramophone. He celebrates their burning passion and will tell you what happens next. As the two look over to each other. Wer sind denn die zwei eigentlich? Ah, warte mal, da war auch noch was. A beautiful sailboat inside a glass bottle. How did it get there? Okay, das ist eh immer die magische Frage. Die ist leer. Dann examinieren wir das doch mal. Das scheint mir leer zu sein. Dann kann man hier mal F sagen und weg mit dir. Dead Souls. Ah, Left Click for Use. Was? Okay. Dann würde ich dich mal droppen. Das Buch der Fliegen. So, was gibt's denn hier sonst noch? Da habe ich doch gerade was gehabt. Wie gesagt, das ist ein bisschen latent nervig. Dass es nicht so 100% funktioniert, wenn man dann quasi auch nicht wirklich erforschen kann. So, was haben wir denn hier? Eine Flasche voller Wasser. Aber die kriege ich erst, wenn hier erleuchtet ist. So, das heißt, ich muss irgendwie rausfinden. 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Und das sind 4. Dann probieren wir das doch mal. 4. Ah, ich brauche da, ha. 3. 5. Okay. As the two look at each other, we can hear his song through the gramophone. Eins, zwei, drei. Gewinne Desinfektionsprodukte im Wert von 250 Euro. Gab's gerade eine Einblendung an meinen E-Mail-Account. Interessanterweise. Jo. Juckt mich jetzt nicht groß eigentlich. Ich verfall nicht in diese Desinfektionspanik. So, ich muss persönlich sagen, es ist mir ein bisschen zu hoch. Na, was ist denn hier? So, dann kann ich hier mal sagen, examinieren. Hör mal auf und nutzen wir mal. Bitteschön. Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwo anders noch ein bisschen mehr Licht erzeugen.
Ah, okay. Also hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Frage ist bloß, wie kriegen wir ihn? Ich muss hier mal was ausprobieren. Vielleicht ist das dann besser. Nein, sieht nicht so aus. So, da ungefähr. So, wir haben einen silbernen Schlüssel. Die Frage ist, wofür? Dafür nicht. Für ein Schloss auch nicht. Okay, es sieht so aus, als ob wir ein Problem mit der Elektrizität hätten. Genau. Oh, ich habe noch 5 Minuten. Na, das ist ja toll. Da freue ich mich doch. Nee, da nicht. Da auch nicht, da brauche ich irgendwie ein Passwort. Und da wüsste ich auch nicht. Okay, ich habe jetzt erstmal einen Schlüssel, den würde ich dann vielleicht mal hier ablegen. In der Hoffnung, dass ich ihn wieder aufnehmen kann. Irgendwann. Und ansonsten wüsste ich nicht, wo ich einen ersten Hinweis bekäme. Ich meine, ich kann hier jetzt noch ein paar Bücher versuchen, mir anzuschauen. Der Garten der Träume. So, dann examinieren wir dich mal. Aber da sehe ich jetzt auch nicht, was ich da groß examinieren soll. Dann schmeißen wir dich auch mal weg. Ich finde es interessant, dass wir hier. Also hier hinten ist wieder zu dunkel. Es muss hier vorne im Licht irgendwas sein. Was ist denn mit dir? Oder mit dir? Oder mit euch überhaupt? Wie gesagt, also gerade diese Ausrichtung von dieser Maus, die ist komplett für einen Eimer. Laboratory Manual of Plant Histology. Ja, schön. Ich gehe einfach mal wieder hier raus. Hüpfen kann ich nicht. Da hinten komme ich dann also auch nicht hin. Was auch immer das ist. Okay, die dürfen sich mal gegenseitig angucken. Obwohl, warte mal, kann ich dich mit dir benutzen? Ja. Da irgendwo warst du doch. Nee, das geht nicht. Schmeißen wir dich wieder weg. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wieso kann ich euch mitnehmen?
Aber euch kann ich nicht mitnehmen. Und dich? Auch nicht. Euch beide kann ich mitnehmen, aber die anderen nicht. Das ist ja sehr seltsam. So, dann würde ich das Grammophon doch von der Seite mal angucken wollen. Okay, ein altes Grammophon. Es braucht einen Griff. Das ist ja klar. Und dann würde ich das hier eigentlich mal ins Feuer werfen wollen. Wenn ich da irgendwie an das Feuer komme. Schmeißen wir dich nochmal weg. Hier. Okay, die kann ich... Kann ich also nicht nehmen. Na, wo war's denn? Na. Na. Ja, das ist so bitter, dass ich quasi die Hälfte der Zeit damit verbringen muss. Erstmal rauszufinden, wo der Punkt ist, um diesen Gegenstand zu aktivieren. Okay, also es funktioniert nicht. Dann schmeißen wir dich mal weg. Was ist mit dir? Kann ich dich nehmen? Um den Hand... Hä? Ich dachte, da wäre gerade was gewesen. Um den Handgriff zu bekommen. TikTok, 20 Minuten sind vorbei. Falls du mehr Hinweise brauchst, bla bla bla. Okay, wie auch immer, sowas finde ich immer extra. Nein, ich brauche nicht mehr Hinweise. Und die 20 Minuten sind rum. Ja toll, ich will ins Menü, ihr... Saftnasen. Okay. Also wir können dann später Exit machen. Sowas finde ich an Spielen echt extrem lächerlich. Rätsel, okay. Aber wenn man halt wirklich einfach nur ins kalte Wasser geworfen wird und überhaupt null Hinweise hat, welche Reihenfolge, was zu tun ist, was die Zielsetzung ist, dann finde ich das gerade extrem lächerlich. Abgesehen davon, dass natürlich die Genauigkeit von den Hotspots Katastrophe ist, es kann am Multihead liegen. Ich habe Multihead-PC, also mehrere Monitore. Sei es drum, es ist trotzdem Grütze. Insofern, ja, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen gut gelaunt. Ich habe gerade ein anderes Spiel auch noch runtergerantet, weil es einfach nur scheiße ist. Also manchmal frage ich mich echt, was es auf Steam so gibt, wo ich alles whitelisten soll und so weiter. Jungs, macht vernünftige Spiele, dann vielleicht. Aber so, Cheerio mit Oh, no. Ja, genau, und jetzt kann ich... jetzt kann ich hier wieder nicht raus, ne? Ach, wisst ihr was? Rutsch mir doch einen Buckel runter. Nur denn, Cheerio mit Oh. Tschö. So, hallo, da sind wir nochmal zurück. Ja, ja, bla bla. Da sind wir nochmal zurück in diesem Ding, weil mir beim Schneiden noch eine Kleinigkeit aufgefallen ist. Und ich das einfach mal mit euch durchspielen wollte. Ich hatte es selber nochmal kurz ausprobiert gehabt. Ja, ja, ja. So. I truly hope that you have what it takes to finish it. Don't make the same mistake as the others. Wunderbar. Okay. Also, was wir gefunden hatten, war dieser lustige Schlüssel hier. Den wir jetzt vielleicht mal mitnehmen.
So, wie auch immer wir das tun. Dafür habe ich mir vorher einen kleinen Test überlegt gehabt. Und zwar, indem ich dieses Buch genommen habe, es einfach mal hier hingeschmissen habe, mich da vorgestellt habe und rausgefunden, wo ich hinpinnen muss, wenn ich mich vor dieses Zeug stelle. Okay, das wäre dann quasi so. Und dann wäre das ja da. Wunderbar. Okay, es ist zumindest mehr oder minder konsistent. Diesen Schlüssel nehmen wir und öffnen diese Tür hier. Und dann kommen wir hier rein und dann fänden wir, dass es hier irgendwie weitergehen würde. So. Könnte das hier ein Generator sein? Ja, das wäre wohl möglich. Aber der Punkt ist jetzt einfach der, ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich sehe hier irgendwelche Kondensatoren. Aber ob ich mit denen irgendwas machen kann, weiß ich nicht. Ob es hier irgendwo fein irgendwelche Sachen versteckt gibt, wie zum Beispiel hier einen Stecker oder irgendwie sowas. Weiß ich auch nicht. Hier gibt es eine Sonne. Und was ich halt auch noch loswerden wollte, ist halt dadurch, dass die Steuerung halt einfach so scheiße ist, weil der halt versucht, meinen kompletten Monitor, also auch wenn ich Window-Mode mache, wo er ja eigentlich begreifen sollte, hey, okay, es ist Fenstermodus, ich muss nicht übers komplette Fenster gehen, dadurch, dass er da nicht einfach akzeptiert, hier gibt es übrigens einen Hebel, das heißt, ich dachte, vielleicht müsste man hier einfach das Ding abziehen, aber ich sehe nicht wo und wie. Und hier unten an diesen Hebel mich ranpinnen kann ich auch nicht irgendwie. Dann bin ich hier, aber nicht da. Und wenn ich da hingehe, dann sind wir hier bei dem Generator. Und hier sonst auch nichts. Also, wie gesagt, dadurch, dass es einfach so Grütze ist, ist es halt einfach Grütze. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an Unity liegt oder ob es an den Spielerentwicklern liegt, dass sie sagen, hey, sie nehmen die Desktop-Größe als Maß und nicht das Fenster. Macht auch für mich keinen Unterschied. Ich würde an dieser Stelle abbrechen. Ich wollte es bloß nochmal ausprobieren und zeigen, einfach weil mir das halt beim Schneiden aufgefallen ist. Ich werde es nochmal kurz ergänzen. Ansonsten ändert es nichts daran, dass dieses Mad Experiments ein bisschen suboptimal gelöst ist. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal für die Aufmerksamkeit, wünsche noch eine tolle Zeit, cheerio mit O und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal bei was Hübscherem wieder. Bis dann, ciao.